Hallo und herzlich willkommen hier in München. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das ist nämlich mein erstes Mal als Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß. Und das in einem richtig traditionellen Brauhaus. Und wie sich's hier so gehört als Bedienung, darf ich mich jetzt auch in ein gescheites Dirndl reinwerfen. Also, ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind. Haben Sie schon ausgewählt? Noch nicht. Noch so ein bisschen. Okay. Darf ich Ihnen zur Überbrückung vielleicht einen kleinen Gruß aus der Küche bringen? Ja, oder? Gut. Chef, bitte zweimal einen kleinen Gruß aus der Küche. Okay. Zweimal kleiner Gruß aus der Küche. Zweimal kleiner Gruß aus der Küche. Wunderbar. Jetzt? Ja. So, der Gruß aus der Küche. Ups, was? Ja, da haben Sie heute Glück gehabt. Nein, die sind kein. Das kennt die schon. Ja. Nein, außer esse ich kein Fleisch. Das ist, muss es ganz schnell wieder weg. Na, also ist nett gemeint, aber. Kein Fleisch. Nein. Gut. Dann esse ich aber lieber die Knödel. Hey, Gruß aus der Küche ist normalerweise ein kleiner Teller mit irgendwelchen Amuse-Gösern. Hier ist doch irgendwie ein Brötchen oder so. Ist ja. Oh, ein Schwein. Ist ja schrecklich. Was ist denn das überhaupt für ein Teil von. Was soll denn das sein? Ein Schweinshaxen. Irgend sowas. Soll ich meine Leb doch noch nicht essen? Ja, also nicht. Fleisch essen. Ich wollte sie nicht in Verlegenheit bringen. Also wir haben jetzt ohne Fleisch, das ist auch ohne Fleischsoße. Ich esse nicht so viel. Das ist der Koch gerade hat gesagt, also, was macht er denn? Guten Appetit. Entschuldigung. Wollen die ihre Reste loswerden oder was ist da? Keine Ahnung, voll unheimlich. Ja, das ist abartig. So, erstmal für Sie. Die zwei kleinen Grüße aus der Küche. Bitte. Heute ein bayerischer Schweinshaxen. Dann können wir aber unser Essen wieder abbestellen. Nee, das ist schon durch. Also das ist schon borniert. Ich kann das echt nicht essen. Ich fange nochmal an. Ja, fang ruhig an. Ich lasse mir dann das andere einfallen. Darf es denn auch ein Gruß aus der Küche sein für Sie? Ja, machen wir. Ab sofort sind die Portionen etwas kleiner. Dafür gibt's die Gourmet-Variante. Alles nur vom Feinsten. Damen zuerst. Dankeschön. Ja, das ist also das Beste vom Besten. Das ist ein iranischer Kaviar auf Feige. Dann haben wir einen Flusskrebsschwanz auf Pfefferminz und was ganz besonders, einen niederbayerischen Trüffel. Ja. Guten Appetit. Na, der Gruß aus der Küche macht offensichtlich Freude. Noch. Und, hat's geschmeckt? Ja, danke. Okay. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber wir haben Schichtwechsel. Dürfte ich schon abkassieren? Ich bin ein bisschen länger geblieben, weil eine Kollegin spät war. 173,50 Euro. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen falsch. Also Essen kommt ja noch. Nee, aber da haben sie irgendwas mit 147 broniert. Und das, das ist der Gruß aus der Küche. Okay, dann waren wir ein bisschen saublätter. Also ich soll immer nur fragen, ob ein Gruß aus der Küche. Also, ja, das, also normalerweise, normalerweise gibt es nicht. Also das nicht ist cool. Der Hammer. Wissen Sie, wenn Sie jetzt da 10 Euro verlangen oder so irgendwas. Hm. Aber Sie können nicht einfach so einen Gruß aus der Küche, Gruß aus der Küche oder Prosciutto sein oder irgend sowas. Ja. Ja, aber da verdient man ja nichts dran. Also deswegen, wie macht man das ja schon? Ich kann immer einen Geschäftsleiter sprechen. Da hätte jetzt der Geschäftsführer keinen Spruch. Ja? Ja. Aber jetzt sind es erstmal fürs Essen 129 Euro. Der Gruß aus der Küche, das hätten Sie mal aber sagen müssen, dass das was kostet. Also wir haben immer, wir fragen eben, ob die Leute es wollen und wenn sie es dann bestellen, das ist ja, dann... Ja gut, dann müssen aber normalerweise Gruß aus der Küche, wenn ihr den kriegt, dann ist der kostenfrei. Bei uns nicht. Ja, also das okay. Ist Geschäft ist Geschäft, also ja, man nee, versucht also, ja auch was reinzukriegen. Ich mach das gerade. Perfekt. Darf ich noch ein Trinkgeld drauf buchen? Oh. Ungern. Okay, das war das letzte Mal. Mhm. Das ist eigentlich. Das ist so Unverschämtheit, ist das. Was kommt? Ist gut. Sie sind der Chef hier. Ja?
Man hat mir gerade einen Kuss aus der Küche angeboten und serviert mir die Rechnung mit 98 Euro für zwei Mann. Ja? Ja. Das machen wir mit den Japanern jeden Tag. Das ist nicht egal, das kurz mit den Japanern. Da regt sich niemand auf. Ja, aber ich mich. Du hast das gar nicht gefragt. Doch, ich habe gefragt, ob Sie einen Gruß aus der Küche wollen. Ja, aber und nicht. Sie haben bejaht. Ja, und ich dann? Normalerweise ist ja, der umsonst. Ja, und genau. Dann machen wir unser Geschäft. Das ist mir wurscht, wie Sie Ihr Geschäft machen. Unter uns. Bei den Japanern verlangen wir sogar 69. Aber wir haben schon gemerkt, Sie reden Deutsch, da kann man das jetzt auch nicht bringen. Ja, aber das ist doch eine reine Abzocke. Also das finden ist doch Sie? Ja, total. Also gerade wenn Sie jetzt das noch anbringen als Argument, da diskreditieren Sie sich ja wirklich selber. Ja. Finde ich total daneben. Ja, also, wollen Sie sich beschweren? Also, das tun wir ja hiermit, glaube ich. Ja. Also wir hätten noch eine Adresse, also das ist doch ganz gut, oder? Also wir hätten auch eine Adresse, wo Sie hinschreiben können, wo das dann aufgenommen wird. Ja, Sie können zur Guido Kranz AG können Sie hinschreiben. Und dann erscheinen wir im Fernsehen. Richtig. So kann man es sagen. Verstehen Sie Spaß. Ja. Herzlich willkommen.